Also Malen ist für mich volle Konzentration. Ich tauche ab. Ich bin auch dann gar nicht ansprechbar. Ich werde oft gefragt, wie machst du das? Also vor allem die Augen und so weiter, diesen Ausdruck. Ich kann es nicht sagen, ich mache es einfach. Also es hat ein bisschen was Meditatives für mich, aber auch natürlich höchste Konzentration, die entsprechend dann auch Kraft fordert. Markus Koska malt seit jeher in der Aquarelltechnik. Mit der Mundmalerei begann er nach einem schweren Badeunfall im Alter von 16 Jahren. Noch während des Klinikaufenthalts entdeckte er seine Fähigkeit, mit dem Mund zu malen. Bis heute malt er bevorzugt Tierporträts aller Art. Mein Lieblingsmotiv ist natürlich das Tier. Und als Tiermaler ist mein Ehrgeiz natürlich von Anfang an möglichst auch das Tier selber zu fotografieren. Was natürlich nicht immer geht, klar, beim Tiger oder bei einer Schlange oder sonst irgendwas geht man ja nicht freiwillig so nah ran. Wobei ich auch entsprechende Fotoausrüstung habe. Ich gehe auch gerne ins Zoo, fotografiere dort. So gut ich kann, fotografiere ich dann die Tiere selber, suche mir dann die Motive aus, bearbeite die dann am Computer und nehme die Fotos dann als Vorlage für meine Aquarelle. Die besondere Herausforderung ist natürlich, wenn das Tier einen Namen hat. Also es ist ein Unterschied, ob man jetzt einen Hund malt oder einen Lumpi malt. Oder wie ich jetzt zum Beispiel gerade dabei bin, den Lupo male. Weil die Härchen in ihren Tieren noch immer ein bisschen mehr sehen, als die Rasse an sich jetzt ausdrückt. Der war ein Supermodel. Also oft ist es ganz schwierig, Tiere zu fotografieren. Da wird mancher Tierfotograf ein Lied davon singen. Aber mit der heutigen Digitaltechnik ist es natürlich auch viel leichter möglich als früher, wo man dann erstmal die Filme entwickeln musste und schauen musste, ist was dabei oder nicht. Ab dem Jahr 2008 wurde Markus Koska von der Vereinigung der Mund- und Fußmalenden Künstler mit einem Stipendium unterstützt. Seit dem Jahr 2011 ist er assoziiertes Mitglied der Vereinigung. Also die VDMFK ist für mich Freiheit, Unabhängigkeit, Freude, Entwicklung in meiner persönlichen Leben, aber auch in meiner künstlerischen Entwicklung. Und natürlich jetzt gerade durch die Ausstellungen, die jetzt international auch laufen, wie jetzt die in Barcelona, aber auch in Frankfurt und so weiter, Wien, wo ich schon dabei war, auch stolz, dass man selber was erreicht hat und sich mit wenigen anderen auf der Welt, die sowas können, zusammen präsentieren kann.